Am vergangenen Dienstag haben wir mal wieder alle Register gezogen, um euch noch am Abend eine Videozusammenfassung der Keynote-Ereignisse präsentieren zu können. Wer das verpasst hat, der sollte jetzt auf jeden Fall mal auf die eingeblendete Anmerkung klicken. Bryan Cranston, unter anderem bekannt für seine Rolle als Heisenberg in Breaking Bad, ist die Stimme der ersten iPad Air-Werbung. Für das deutsche Fernsehen wird die Werbung jedoch wohl angepasst werden. Wir sind gespannt, ob man einen ebenso hochkarätigen Stimmenersatz findet. Introducing the thinner, lighter, more powerful iPad Air. Die wohl populärste Twitter-App Tweetbot ist nun, komplett neu durchdacht, designt und entwickelt, in Version 3 für iOS 7 erhältlich. Es entbrannte ein Sturm der Entrüstung, als klar wurde, dass es sich nicht um ein Update, sondern eine neue App für 2,70 Euro handelt. Ein Unding, wo doch schon das jährliche iPhone so teuer ist, nicht wahr? Für einen guten Zweck gestaltete Johnny Ive nun einen roten Mac Pro, welcher für 40.000 bis 60.000 US-Dollar versteigert werden soll. Auch andere Dinge gestaltete er für das Projekt neu, unter anderem einen Wohnwagen, Earpods sowie eine Schreibmaschine. Beim Preis abgenommen, bei der Leistung zugelegt. So gefallen uns die neuen MacBook Pros mit Retina-Display. Erste Benchmark-Tests zeigen, dass diese nun 4 bis 10 Mal schneller als die Vorgängermodelle arbeiten. Die neuen Iris-Grafikeinheiten liefern dabei 50 bis 65% mehr Pixel-Power. Nicht schlecht.